Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tropico 6 hier auf dem Kanal Hyper Let's Play. Mir ist beim letzten Mal aufgefallen, dass wir gleich wieder zurückgeschickt werden, weil wir das einer der Anforderungen nicht erfüllen. Das heißt, wir müssen gleich mal von vorne anfangen, weil nach dem Monat ist es vorbei. Ich muss jetzt mal schnell durchlaufen. Ist es schon soweit, altes Haus? Ich muss Sie auffordern, den Palast zu räumen. Anna, machen Sie sich nichts draus. 8 von 10 Diktaturen gehen innerhalb der ersten paar Jahre unter. Krone wird Sie als Verbündeten betrachten, solange Sie leben. Obwohl, was das betrifft, es könnte da noch ein klitzekleines Problem mit einem Hinrichtungsbefehl geben. Doch keine Sorge, ich werde Sie nicht hängen lassen. So, das heißt, ich lade jetzt einen alten Spielstand und wir sehen uns dann gleich wieder. Jetzt hoffe ich, dass wir es irgendwie hinkriegen, dass wir nicht wieder untergehen. Das ist pausiert. Nein. So. Letzte Schließung. So. Dann wird das. Dann brauche ich jetzt noch einen Fischereihafen. Auch schneller Bau. Wenn wir dann wieder im Minus sind, wo wir eigentlich gar nicht hin wollen. Da ich allerdings das alles gebrauchen kann, baue ich mir jetzt ganz viele Fischereihäfen. Und da hier keine sind, ich kann nur engagieren. Verdammt. Naja, lassen wir es erstmal spielen. Durchlaufen. Ja, ich weiß, dass man ganz halt gut. So. Das musst du mir nicht noch sagen, Spiel. Die Straße macht auch nicht mit. Jetzt ist es verbunden. Wir haben wieder Geld. Und da ich überall gerne Leute haben würde, mache ich das erstmal so. Viva la Revolution! Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk werden wir alles zum Besseren wenden. Geld. Die sind da und die sind auch da. Okay. Wie viel das hier in der Zuckerplantagen aussieht, glaube ich, ist halt auch alles leer. Bin ich. Überflüssige Straße hinweg. Ich mal, was der Handel macht. Ich bin jetzt 65, wie viel ist hier? Ich weiß nicht, wie viel ist hier? Gouverneur, das Volk hat ein Anliegen. Aus Sicherheitsgründen ist es jedoch. Da sind gar nichts. Da ist auch nichts mehr. Fisch. 400. Ah, da müsste noch mehr hinkommen. Hier ist ein Boot, trifft ja auch schon bald an. Also. Das wird wieder eine knappe Sache. Wir haben es abgeschlossen. Sie haben das Richtige getan. Sprich.
Verlängern wir das wieder. Gouverneur, das Volk hat ein Anliegen. Aus Sicherheitsgründen ist es jedoch ein geheimes Anliegen. Nein, ich nicht. So. Und ich gehe jetzt wieder bei Handel wieder auf Fisch. Ich kann keinen Fisch verkaufen, dann gehe ich halt auf Fleisch. Dann kann ich es ja auch wieder öffnen. Mal gucken, was das alles hier funktioniert. Meeresfrüchte, ja gut, davon schon wir jetzt sehr wenig her, ne? Nehme ich das, besser als gar nichts zu haben. Gouverneur, Korruption ist so massiv, wir müssen Schmiergeld zahlen, um herauszufinden. Nein, ich will das nicht mehr. Mehr, Gouverneur, mehr, immer mehr. Na los! Gerberei bauen, na gut, okay, das mache ich. Wenn die zweite Gerberei angekommen ist, ob es schon wachsend ist. Aber ich will meine Landzeit dann nicht wieder auslaufen lassen. Damit das alles noch funktioniert. Dann bekomme ich Holz, das heißt, ich baue auch gleich mal ein zweites Holzfeuerlager hier hinten wieder hin. Hier alles voll. So ziemlich, okay. Ich muss zugeben. Und dann Zeit. Dann bauen wir dies wieder hoch. Schnell wie es geht. Das heißt, ich muss wieder irgendwas kleines kurzfristiges nehmen. Ich bin nicht mehr. Fokus nicht mehr. Ich glaube, wir haben noch ein einziges Fokus im Schwarm. Gouverneur, das Volk hat ein Anliegen. Aus Sicherheitsgründen. Nein, ich will ist das hier nicht. Da läuft doch keiner. Da ist einer. Dann muss ich noch ein paar ausländische Arbeiter rein. Wieder Wohnplatz. Frage ist, was für Leute sind denn obdachlos? Prostituiert und arm. Das heißt, ich Wohnhäuser bauen müsste. Gut, wie es geht, überall jede Glück nutzen. So. Dann baue ich hier einfach noch so ein paar Baracken hin. Damit wir einfach Wohnplatz haben. Vorschub. So. Und dann wollte ich noch einen Zirkus. Und
Trinker. Wir müssen alle dafür zahlen, dass ich hier wohne. Das heißt, das ist doch mal wieder. Entschuldigung, altes Haus. Ich habe ein klitzekleines Anliegen. Handelsbote, das nehmen wir an. Das Fokus müssen wir machen. Bei Planken ist auch gut. Dann könnten wir sogar wieder etwas Größeres nehmen. Alles, was mit unserer Zukunft. Dann brauche ich lieber erstmal bei kleinen Sachen. Das heißt, wie viel wir so produzieren am Anfang. Gouverneur, das Volk hat ein Anliegen. Kapelle. Aus Sicherheitsgründen ist es jedoch. So, und dann war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal.